Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer. Wir kommen zurück, zu NBA 2K15 My Career. Wieso kam eigentlich in den letzten Wochen, sagen wir mal zwei bis drei Wochen, keine NBA-Videos? Ihr wisst ja, ich war auf Teneriffa und da kam ja mein Team immer. Und ja, mir hat einfach nach dem Urlaub, hat mir einfach so die Motivation gefehlt, aufzunehmen. Keine Ahnung. Ich habe das gerne gespielt. Ich habe zum Beispiel ganz gerne My Team mit einer Gruppe immer gegeneinander gezockt. Da habe ich mal eine Zeit lang FIFA 15 Pro Club haben wir jeden Tag mal gespielt. Mir hat einfach die Motivation gefehlt. Dann habe ich mir noch Rocket League geholt und das ist jetzt auch so bei mir. Das macht Bock, richtig Spaß. Und mir vergeht da einfach momentan die Motivation so ein bisschen. Aber ich hoffe jetzt fängt sie sich ein bisschen wieder. Außer ihr gebt mir dazu so ein bisschen, die Anregung, so gesagt, dass ich hier das durchziehen soll. Weil es kommt ja bald 2K16 raus, am 29. September. Und wir haben ja auch schon, wir sind auch schon fast am Ende August angelangt. Wenn wir mal gucken, es ist, glaube ich, zum Zeitpunkt der Aufnahme, da haben wir heute den 17. August. Und ja, mal gucken, wie es wird. Wir haben ja noch ein paar Spiele. Werden wir mal ein bisschen eintrainieren hier. Erster Wurf schon mal direkt daneben. Ja. Was gibt es Neues an sich? Nichts Besonderes. Aber ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Sonst verlieren wir noch Zeit. Wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele. Das heißt 3 Parts, Freunde. Und dann geht's weiter mit den mit einer neuen Mannschaft. Ich habe überlegt, zu den Rockets zu gehen. Weil mit Dwight, mit James Harden bestimmt richtig geil. Aber jetzt erstmal zu Hause gegen Minnesota. Das wird ein hartes Stück. Ich hab Bock. Los geht's. Und natürlich noch in Utah. Ja, die Nationalhymne der USA. Und es geht los gegen die Minnesota Timberwolves. Ja, und mit Andrew Wiggins, mit dem Rookie des Jahres, der Saison. Und ich habe richtig Lust hier auf My Career. Ja, Wiggins startet er direkt. Er müsste eigentlich starten, ja. Da hinten ist er die 22. Alley-oop. Oh! Kyle Landry! Zack! Ich hab da eigentlich hier. Wen habe ich da gesehen? Es müsste Jason Thompson gewesen sein. Habe ich da eigentlich fliegen sehen. Aber okay, wenn er so ankommt, bin ich natürlich auch zufrieden. Ja, erste Highlight hier im Spiel. Ah, okay. Nicht drin. So, jetzt machen wir mal hier die Offense. Losgehen. Ja, mit dem Fadeaway. Alley-oop. Auf Landry, der sitzt schon wieder. Ah, so einfach ist das. Kyle Landry ist der neue DeAndre Jordan, ja. Richtig geil. Zweiter Assist. So, Post-Arbeit. Und der Fadeaway. Und ja, hier ist auch ein Mismatch hier. Hier, Ball. Ja, ganz einfach, ganz einfach. Da kann Mo Williams nicht viel machen. Das ist ein schönes Mismatch gewesen. Oh, was ein Move!
an Corey Brewer. Schöner Spin-Move. Da wurde er wieder charged, habe ich gesehen. Ah, keine Chance. So, Ball her, so. Mo Williams. Oh, was ein Dank. An Gotcha Jang. Der Tomahawk. Foul? Ohohoho. Starker Wurf, Circus Shot. Aber wo bleibt da das Foul? Das war eine Berührung zu sehen. Good work. Good work. Oh yeah, man. Foul. Es ist alles ein Foul. Was ist das? Geht aber irgendwie rein. Ich nehme einfach nur noch Fadeaway. So ist es. Ja. Oh! Und tschüss, Kevin Martin. Auf Wiedersehen. Was ein Dank. Schöne Defense. So, jetzt auch nach vorne hier. Wie geil. Oh, komm, macht er den? Oh, komm, Rudy Gay. Mach doch mal was. Ich kann. Ja, das ist der Klavin in Transition. Ah, die Fast Breaks. Der Timberwolves ist einfach stark mit Wiggins und Lavin so starke. Komm, Collison, den musst du machen. Ja. So starke, die haben so eine krasse Athletik, die können beide gut werfen, können beide auch noch in dem Fall verteidigen. Ja, für drei. Na, geht doch. Ein von vier Dreiern. Schwach. Naja, komm, geht besser. A plus. Ho, starker Wurf. Ah, starker Wurf. Sehr, sehr starker Wurf, muss man sagen. War gute Macht. 33 Punkte. Bei 56% aus dem Feld. Für drei. Ich muss ja hier Würfe nehmen. Es geht ja nicht anders. 40% Dreier. Schöne Sache. 2 von 5 müssten es sein. Komm. Ja, Fadeaway. War der mit Brett? Ich glaube, ja. Und ich glaube, 6 Punkte noch für 50. Möglichst ist alles. Thompson, komm. Stell den Block. Ja. Rudy Gay in der Ecke, komm. Ja! Noch 2. Es läuft. Comeback is real. Pekovic mit dem Jumper nicht drin. Wir können in Führung gehen. Rudy Gay für 3, komm. Ja, das gibt's nicht. Wir führen mit 3. Rudy Gay läuft heiß. 2-3 in Folge. Unglaublich. Ja, wo ist denn hier der Topscorer? Da ist er, Thaddeus Young. Aber der wird von Lockdown-Verteidiger Karl Landry verteidigt. Pekovic gegen Thompson. Pekovic versucht's wieder. Diesmal macht er die Punkte. Rudy Gay, der ist on fire. 4-3! Rudy Gay! Was ist mit dem los? 3 von 3 Dreiern. In diesem Viertel. Ist ja unglaublich. Und wir führen mit 4. Alter, was ein Viertel. Mann, ey. Ist so wie Rubio für 3. Ja, natürlich, mit einem 67er Dreier. Ricky Rubio. Oder was ist ich für ein Dreier?
trifft er den. Der hat aber auch so einen Wurf, ja. Ich habe die Sapphire-Variante in meinem Team. Der ist richtig gut. Natürlich. Ja, das war's. Auf Wiedersehen. Scheiße. Warum blockt er den nicht? Wo war denn da ein Foul, bitte? Da bin ich raus. Scheiße. Haben wir jetzt verloren? Komm, Hammer. Leider verloren. Ja. Oh, so ein krasses Comeback haben wir gestartet und wurden nicht belohnt dafür. So ein Mist aber auch. Schade, schade, schade. War ein geiles Spiel, muss man sagen. Also 46 Punkte. 46 Punkte. 13 Rebounds, 17 von 33. Ein bisschen viel Würfe genommen. Aber ich würde sagen, ein gutes Spiel gewesen. 7 Assists dazu noch. Hey, wait up a minute. Yeah, what's up? Hey, congratulations on the game tonight, man. You played well, really well. Thanks, dog. You need something? Yeah, so listen, I was talking with the arena operations guy, and he suggested we're long past due to get you some of your own sounds in the arena, you know, after you dunk, make a free throw, hit a three-pointer. Yeah, yeah, I know exactly what you're talking about. I've been wanting to get some of them custom sounds for a while. Yeah, great. Well, look at the options, think about what you want, and we'll get it set up with the ops team. Hey, man, that's legit. I appreciate it. It must have been that girl I met at that restaurant on 89th. I knew I shouldn't trust her. I left my phone on the table while I was talking to a friend. She sent messages to all my clients. This is all on me. 100% my fault. He was just playing. He knew we'd never discuss another team while we're still under contract here. You gotta believe me, man. So, is that how this all went down? Just a big misunderstanding that started with a stolen cell phone? Man, I got no idea what a homeboy over here is selling about some stolen phone or some lady. But I'm gonna give it to you straight. This here is a business, all right? And I gotta do what's best for me and my future. I'd be stupid not to. Now, if you want to make sure I'm here next season, I suggest you open up that checkbook of yours and get these numbers right. But if not, hey, that's fine. I'm a ball out for you while I'm still here, while I'm under contract. But I'll find somebody that's gonna pay me what I'm worth. If you don't want to. Understand? Oh, I understand. We understand each other perfectly. So, let's just finish the season hard and we'll see where we're at. Yeah, fine by me. I suggest you password protect that phone of yours. Already done. Have you improved your game yet, man? My game speed is so... I'm bringing a whole new brand of problems to you. Yo, yeah, you the $1 million rookie, I'm the $1,000 rookie. But I'm about to show you and the whole world who really deserves that money. Good luck with that, bro. Play. Wir kommen hier zum zweiten Spiel des heutigen Parts. Es war gegen die Utah Jazz. Okay, guter Move. Wollte ich eigentlich nicht nehmen, ich würde eigentlich den Fadeaway nehmen. Okay, unsere ersten Punkte. Ist eigentlich auch wieder so ein Spiel, was wir eigentlich gewinnen sollten. Willkommen, Thompson. Ich stehe auf der richtigen Seite meinem Block. Ja. Das ist nicht mal ein Dank. Oh, das erste Highlight hier im Spiel. Collison in der Ecke, komm. Der sitzt! Darren Collison gut freigespielt. So, Assist Nummer 2. Oh Gott, was mache ich? Schöne Defense. So. Geh ich mal alleine durch. Mit dem Reverse Dunk. Oh, der Schiedsrichter steht da voll im Weg. Ah,
ganz einfach hier. Ganz einfach. So. Die nächsten Punkte. Aber wir haben. Wir werfen hier gut. Jetzt mache ich halt ein bisschen Cheese. So, auf Wiedersehen. Da mache ich halt sowas, ey. Das habe ich in Luke vor den immer gemacht, da habe ich auch durchgekommen mit. Es kann nicht sein hier, dass man. Dass die KI alles trifft. Immer bevorzugt wird. Rüber. Komm, Thompson. Zeig, was du kannst. Nimm Fadeaway. Oh, war der schön. War der schön von Jason Thompson. Muss man sagen. War stark. Boah, was ein Pass von Rudy Gay. War relativ gefährlich. Schön gemacht. 9 von 13. Mal ein richtig gutes Spiel von uns, was die Wurfquote betrifft. 21 Punkte. Am letzten Spiel hatten wir 46 Punkte gehabt. Das war sehr stark. War leider verloren am Ende. So. Schöner Halfspin. Ah, das war überhaupt kein Foul. Willst du mich verarschen eigentlich? Piss dich, Alter, du blöder Affe. Ja. Komm. Ja! Für 3. Dreht mal die Antwort. In your face. Das kann nicht sein, das war auch ein klares Foul. Schön gemacht. Einfach. Fast 70% Wurfquote, so muss das auch sein. Oh nein. Das war A+. Das war A+. Ja, unglaublich. Wie geht sowas rein? Könnte auch gerne mal F sein. Na komm, versuchen wir noch das Beste rauszuholen. Ja, Rudy Gobert für 3. Schöne Defense. Beiher. Ja, schön. Oh, das sind Punkte 29 und 30. Schöne Sache. Herr Landry. Landry! Jawohl, 6 Punkte. Ah, jetzt kommen wir wieder ran. 8 Rebounds, 8 Assists, 30 Punkte. Das sind doch wirklich schöne Stats. Up and under. 2,3 Sekunden vor Ende. Wir haben. Ja, wir haben 6 Punkte Rückstand. Das ist in Ordnung. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hier haben wir einen Post hier. Ja, das ist schön. Rudy Gay ist einfach Beast, ist einfach geil drauf heute. Und so will ich den immer haben. Dann mit dem Markus Cassis noch zusammen. Und für noch einen Assist zu unserem Triple-Double. Kennt er an der Zone, beziehungsweise im Post. Starke Defense. Kennt er ist der Freiwurfschütze. Steve Novak drin. Nicht drin, 11. Rebound. Der nimmt aber auch Würfe. Boah, der einfach weggedrückt. 72% aus dem Feld, Alter. Ist das stark. Heute sind nicht so die Dreier gefragt, hier so die. Ja. Komm, Sessions, bitte. Ja. Ja, schön. Triple Double. Nur mal so als Anmerkung. Oh, Brick Wall hat hier der liebe Carl Andrew da Gornelbert mal zum Fall gebracht und an der Dank. Schön. 39, 62% aus dem Feld. 3 Punkte, komm. 3 Minuten noch.
Ja, die Punkte ganz stark. Und Cullen wieder mit einem ganz starken Screen. Wo sind wir auf einen dran? 10 von 17 in der zweiten Halbzeit. Boah. 41. Timeout Utah. Timeout Utah. Ja, gute Defense. Wir können in Führung gehen. Jetzt mal das Fast Break hier. Collison. Gib ab. Collison. Wide open. Mach ihn. Mach ihn. Nein. Thompson, Offensive Rebound. And one. Yes. Jason Thompson. Jawoll. Ganz stark. Ganz stark gemacht. Dieser Offensive Rebound so wichtig. Jetzt mach die Punkte. Mach diesen Freiwurf rein. Der sitzt. Die Revanche des Spiels zu Hause, was wir verloren haben, kommt jetzt. Wir gewinnen das hier nämlich. Eine Minute noch. Oh. Oh, ich dachte schon, der passt raus. Rudy Gay. Ja! Rudy Gay! Starker Pull-Up-Jumper. Gib mir den 12. Assist. 113, 110, noch 28 Sekunden. Also sie müssen jetzt einen Dreier treffen. Und der letzte Wurf gehört mir. Müssen einen Dreier nehmen. Also keine andere Wahl. Burke. Boah, trifft der den? Ist das unglaublich. Auch der letzte Wurf gehört mir. So, der letzte Wurf gehört mir. Ich will nicht in die Overtime gehen. Komm, 5 Sekunden. Yes! For the win! Fadeaway, das war sogar excellent release. Yes! Der Game Winner gegen Utah! Was ein geiler Game-Winner. Das war die Rache beim Heimspiel. Was ein Monsterspiel. Hammer. Geil, Freunde. Geil, geil, geil. Sieg in Utah. Boah. Das war aber eine lange Durchstrecke und jetzt haben wir gewonnen. Ja, natürlich bin ich der Spieler, der spielt. 43 Punkte, 19 von 29, 12 Rebounds, 12 Assists, 1 Steal, keine Blocks, 1300 VC, ein krasses Spiel. Und wir als bester Spieler, ey. Haben wir es kläglich verdient. Einfach ein krasses Spiel gewesen. Also wir als Rookie spielen schon richtig krass. Und der Game Winner und der Zweite. Das waren unsere ersten Punkte. Es ging gut los. Dann hat Utah aufgedreht. Dann lagen sie schon mit 12 wieder vorne. Oder mit 15 oder so. Haben wir das Spiel noch wieder. Haben wieder aufgeholt. Ich möchte den Game nochmal sehen. Der war so krass. Was war das denn? Soll das ein Block sein? Einfach ein richtig gutes Spiel. Ron Hayward hat super mal wieder gespielt. Trey Burke trifft diesen Dreier zum Ende noch hin, unglaublich. Und dann Dexim, ach, der konnte ja nichts, den haben wir alleine kalt gemacht.
Da, der Buzzer wieder. Okay, let's go to the gentleman in the front. Troy? Why do you think they had such a hard time keeping you off the glass? Because I am no mere mortal. I am the god of glass, the lord of leap, the prince of pounding the boards. All praise. We have time for more questions. You, sir? When you score like you did tonight, do you feel like you could go 1-on-5 and still get yours? Print that. You, sir. Everyone's talking about your little social media snafu. Care to comment? No comment. I'd like to keep that private. Private? That's a good one. Maybe you should have thought about that before blasting your intentions to lead the team to the universe. You know what? You live and you learn, so let's move on. Move on. To the next team, most likely. Hey, listen. I'm not apologizing for being a self-advocate. Self-advocate? Is that what the selfish kids are calling themselves these days? Hey, if that's what you want to call being selfish, hey, then I'm selfish, all right? That's what's helped me ignore the critics and the naysayers. All the people that didn't believe that I'd be where I am right now, I apologize for absolutely nothing. All right, thanks, everybody. We're done here. You know what? How about me? What about you? You apologize to me? For what? For cleaning up your meth. Again. Man, girl, please. So with this social media scandal thing going, you've alienated your teammates, the fans, and management. That wasn't my intention. But that's what happened. That's why I keep an extra cell at home just for conversations I want to keep to myself. And that bad boy never leaves the house. An extra cell? Just keep your intentions to yourself. We're all disposable in this league. All I really care about is your mindset. How you feeling? I feel like I gotta make sure I take care of number one. I mean, even you said it yourself. We're all disposable in this league. I could tear my ACL tomorrow, and my time in this league could be over. So I gotta make sure that I take ownership of my life, my career, and make some money while I can. I can respect that. I can. But just know that attitude is going to affect relationships with the organization, the fans, but most importantly, your teammates. And they have to know that you're still a professional and are willing to take care of business here. Do you think you can do that? Man, they all know, once I put that uniform on, that I'm selling out for them every night. Good. Then roll out of here. Man, you got it. Yes, sir. Any explanation for missing shoot around this morning? I had a previous engagement. I got 3 letters for you. J-O-B. Basketball is your job now, not a hobby. And I don't care if your grandma was run over by a bus, the apocalypse is upon us, or downtown gets hit by a flood. You need to be here when we have scheduled team activities, period, end of story. I'm gonna have to dock you some minutes for this. You gotta understand there are consequences for your actions. This getting through to you? When it's game time, I'm ready to roll. So what I miss a stupid shoot-around? Shoot-around? We talking about a shoot-around? Man, shoot-around is for fools with no game. Listen, and I got plenty of game, and you know that. So go ahead and do what you want to do. You gonna take minutes from me? That means you giving them to somebody that's not nearly as good. I can't wait to see how that hurts the team. I guess I'll see you at the game. Wir haben super Spiel gehabt. Die nächsten Spiele sehen wir hier. Einmal in OKC und einmal in Denver. Und dann die letzten beiden Spiele gegen die Los Angeles Lakers, 1 zu Hause und 1 auswärts. Gegen Kobe Bryant, das wird auch nochmal richtig geil werden. Bis zur nächsten Folge, macht's gut und tschüss.